Hallo und herzlich willkommen zu unserem Webinar, diesmal zum Thema Qigong, Einführung in Energiearbeit. Ich glaube, ich stelle die Kamera noch einen Hauch höher, dass ihr mich besser sehen könnt. Das ist ja bekanntermaßen, wie der Titel schon sagt, ein Einführungsseminar. Das heißt, ich werde euch ein paar Grundlagen an die Hand geben, ein paar Übungen an die Hand geben, die ihr damit nach Hause nehmen könnt oder ihr seid ja vielleicht schon zu Hause und dann dort üben könnt, um dann da weiterzuwachsen. Für weitere Fragen könnt ihr mich gerne kontaktieren. Ich bin auf Instagram, Facebook, aber auch über meine Webseite und so weiter überall erreichbar. Gut, ich bin ein kleines bisschen erkältet, deswegen verzeiht mir, wenn ich ab und zu mal einen Bonbon lutsche oder Tee trinke, ist nichts Dramatisches, ist schon wieder fast weg, aber man muss ja seine Stimme schauen. Okay, legen wir los. Qigong. Qigong bedeutet Energiearbeit. Qi, das Schriftzeichen, kennzeichnet ein Reistopf mit Wasser gefüllt, wo der Dampf durch das Kochen entweicht. Gong ist die Arbeit. Das heißt, Qigong ist quasi die Energiearbeit. Es gibt ganz, ganz viele Systeme. Nichtsdestotrotz haben die Energiearbeitssysteme in China überwiegend die gleiche Grundlage. Ich werde versuchen, verschiedene Niveaus zu bedienen. Der eine hat vielleicht mehr Vorkenntnisse, der andere hat zum ersten Mal überhaupt davon gehört, sodass jeder für sich etwas mitnehmen kann. Wenn ihr etwas nicht versteht, zögert nicht, mich später zu kontaktieren, versucht dem Fluss zu folgen. Es ist nicht wichtig, immer alle Informationen beim ersten Mal zu verstehen. Wichtig ist, dass man etwas mitnimmt und dann hat sich die Sache schon mal gelohnt. Legen wir los. Also, wir haben, was unseren Körper anbelangt, haben wir im Chinesischen, nach der chinesischen TCM, drei Hauptarten von Energie. Die erste Hauptart ist das Nian-Qi oder Yuan-Qi. Die Ursprungsenergie sozusagen, die bekommen wir mit der Geburt von unseren Eltern mit. Die wird in der Region den Yin gespeichert. Je nachdem, wie die Eltern drauf waren, wie sie gesundheitlich waren, wie fit sie waren, ob sie Drogen genommen hatten oder was auch immer. Das wird alles gespeichert sozusagen. Diese Art der Energie beeinflusst unser Leben. Und das ist eine Art Batterie, die nicht regeneriert werden kann. Das heißt, wenn ich durch Exzesse zum Beispiel immer wieder Nachtnächte durchmache, mich überanstrenge auf Dauer, dann wird natürlich das Ursprungs-Qi angegriffen und dann verliere ich natürlich an Lebensenergie. Die zweite Hauptenergieart, die wir haben, ist quasi Lungen-Qi, Atem-Qi. Was macht ein Baby als erstes? Atmen. Dementsprechend kommt den Lungen eine große Bedeutung zu, was uns sowohl zu unserer Atmung als auch zu unserer Körperhaltung und zu dem Lungenmeridian führt. Das dritte ist Magen-Qi, Nahrungs-Qi, also die Energieform, die ich durch die Nahrung zu mir führe. Von daher ist es natürlich immer positiver, dass immer mehr Leute sich um eine bewusste Ernährung bemühen, weil auch das natürlich unsere Lebensqualität, unsere Gesundheit, unsere Fitness und Leistungsfähigkeit auch beeinflusst. Und natürlich auch die Lebensdauer. Wir versuchen im Qigong, in der Energiearbeit, alle drei Hauptarten miteinander zu verbinden, um ein möglichst langes, glückliches und erfolgreiches Leben auch zu haben. Das heißt, wir müssen uns zum einen natürlich mit unserer Lebensweise beschäftigen, dass man nicht seine Ressourcen überstrapaziert, dass man auch Ruhepausen einplant, zum anderen natürlich aber auch mit dem Atem, mit der Nahrung, was ich zu mir nehme, auch mit welcher Geisteshaltung, weil auch das beeinflusst das, und natürlich aber auch mit meinem Geist. Denn der Geist, oder nicht der Geist, besser gesagt, I ist die gerichtete Intention sozusagen, ist dort, wo der Geist seinen Fokus drauf legt, lenkt die Energie und die Energie lenkt die äußere Kraft. So ist diese Reihenfolge bei den drei inneren Harmonien. Wir werden uns zunächst einmal mit Atemtechniken beschäftigen und dabei auch, uns anschauen, warum ich anfangs über die Körperhaltung und auch über die Art, sich zu bewegen, gesprochen habe. Okay? Seid ihr bereit? Mir los. Leicht gebeugt hinstellen. Wichtig ist immer, wenn ich mich hinstelle, das Becken klappt nach vorne, Beine sind gebeugt, sodass der untere Rücken gerade ist. Okay? Wenn ich ein Hohlkreuz habe, dann kann hinten weder die Energie hochgehen noch vorne runter. Außerdem habe ich in der Mitte einen Kanal, wo die Energie natürlich auch durchgehen muss. Selbst wenn ich leicht gebeugt stehe, in dem Augenblick, habe ich eine saubere Ausrichtung, wo mein Körper in Verbindung ist. Okay. Und jetzt als nächstes, wir atmen zunächst mal in die Vorderseite ein, ähnlich wie der bekannten Bauchatmung, um einfach mal alles frei zu machen. Dehnen dabei die Rippen von innen, den Bauch von innen und lassen entspannt wieder sinken. Wichtig ist dabei, weitermachen bitte,
dass ihr auch die Schultern öffnet. Noch 5 Atemzüge. Hallo Thomas, ich habe gelesen, was du geschrieben hast mit den 3 Energien. Du kannst mich gerne auch später im Laufe nochmal kontaktieren. Jetzt beim Webinar habe ich verständlicherweise nur bedingt Zeit, auf alles einzugehen, was da ist, weil ich natürlich, wir haben so eine halbe Stunde, was nicht besonders viel ist, aber die Fragen beantworte ich dir gerne im Anschluss auch nochmal. Warum ist die Haltung so wichtig? Ganz einfach. Der Lungenmeridian hier geht hier vom Daumen hier lang, hier, hier, bis hier und hier runter. Hier ist der erste externe Punkt vom Lungenmeridian. Dann geht ihr am Anschluss am innersten weiter, geht hier lang und auf der anderen Seite wieder runter und verbindet sich wieder hier mit dem Arm. Wenn man den ganzen Tag so sitzt quasi am Computer, man fährt Auto oder sonst wie in einer gebückten Haltung, macht man natürlich nicht nur seinen Brustkorb zu, was die Atmung erschwert, sondern blockiert natürlich auch den Lungenmeridian. Hier ist übrigens auch ein ganz wichtiger Punkt, womit man auch Reizhusten auch behindern kann. Das findet ihr einfach. Wenn ihr von hier runter geht und hier reindrückt, dann merkt ihr, hier ist wie so eine Vertiefung und ihr habt subjektiv wirklich das Gefühl, als wenn ihr quasi fast in die Lunge greifen könnt. Das sind Punkte, die kann man auch stimulieren bei Reizhusten oder auch wenn man nur das Gefühl hat, die Brust ist schwer, ist alles so ein bisschen blockiert, um es wieder aufzumachen. Das heißt, ich kann durch ein paar einfache Atemzüge einfach meinen Körper, Schulter, Hüfte wieder frei machen. Okay? Gut. Jetzt atmen wir komplett in den Rücken rein. Das heißt, das Becken klappt dabei nach vorne. Ich mache meine Schulterblätter auf, wie eine Tür sozusagen. Ich atme rein und beim Ausatmen, die Lunge dehnt sich nach hinten, beim Ausatmen ziehe ich hinten wieder zusammen und ich strecke den Nacken. Okay? Einatmen, Brust geht leicht nach innen, weil da hinten wölbt sich alles, die Lunge dehnt sich nach hinten aus, die Wirbelsäule rundet sich, alles wird auseinandergezogen, auch die Rückenmuskeln. Beim Ausatmen, Nacken strecken, wieder zusammen. Noch 3 Atemzüge. Okay, jetzt machen wir etwas, was nicht jedem am Anfang leicht fällt, aber wenn man es einmal beherrscht, eine sehr, sehr gute Übung ist, gerade wo man zum Beispiel auch im Sitzen sich von innen dehnen kann, wo man auch das volle Spektrum natürlich seiner Atemfähigkeiten dann schrittweise auch steigern kann. Es gibt noch mehr, aber wie gesagt, ich möchte das alles erstmal nur anreißen. In einen Lungenflügel einatmen auf eine Seite. Das heißt, beim Einatmen dehnen sich die Rippen, beim Ausatmen sinke ich hier ein. Für die Kampfkünstler unter uns, so als wenn man hier ausweicht quasi und hier zusammenzieht sozusagen beim Ausatmen. Okay? Das heißt beim Einatmen, ein Lungenflügel in eine Richtung rein, ausdehnen, beim Ausatmen zusammensinken. Okay?
Okay? Die andere Seite, dort wo ich hinzeige jeweils. Öffnen, die kurzen Rippen auseinanderziehen beim Ausatmen. Letzter. Okay, da jetzt keine weiteren Fragen reingekommen sind, erlaube ich mir, deine Frage jetzt schon zu beantworten, Thomas, weil es natürlich eine wichtige Frage ist, die du da gestellt hast. Die drei Hauptarten der Energie, was unseren Körper anbelangt, ist zum einen das Ursprungs-Qi, das Yuan-Qi, die wird in der Region zwischen den Nieren gespeichert. Deswegen haben die Nieren auch so eine große Bedeutung für die Lebensenergie, nicht nur in der westlichen Medizin. Das heißt, diese Ursprungsenergie, das ist die Energie, die ich von meinen Eltern, von meinen Vorfahren mit der Geburt mitbekomme quasi. Das ist sozusagen der Motor für das Leben. Das zweite, Atem-Qi, Lung-Qi sagt man auch dazu, was ich durch das Atem quasi bekomme. Und das dritte ist das Qi aus der Nahrung, das Nahrungs-Qi sozusagen. Jetzt beim kleinen Energiekreislauf kommt die Energie von hier hoch, geht hier über die Lunge runter, hier zum Magen und wird dann hier in der Region im unteren Darmchen Qi-Rei als Punkt gespeichert, sozusagen unterhalb des Bauchnabels. Okay, machen wir weiter. Was ist Energie? Was ist Qi? Wie kann man das greifbar machen? Es gibt sehr, sehr viele verschiedene Arten von Energie. Und bei der Lenkung und des Spürens der Energie spielt natürlich auch die eigene Lockerheit eine Rolle. Wenn ich verkrampft bin, dann fließt vieles nicht und ich brauche sehr viele Ressourcen, auch sehr viele Nerven darauf, mich auf diese Spannung zu konzentrieren. Das heißt, ich bin weniger feinfühlig, kennen wir, wenn wir locker sind, nehmen wir viel mehr Sachen wahr, hören besser, als wenn wir unter Strom sind. Und zum anderen natürlich auch der gerichtete Geist, I, das heißt I, der gerichtete Geist, der von dem Herzen gelenkt wird, wiederum lenkt das Qi, die Energie. Wir machen jetzt eine kleine Übung, um zu spüren, wie man Energie einfach wahrnehmen kann. Diese Übung kann man sowohl alleine machen, als auch mit einem Partner, mit gegenüberliegenden Händen. Dazu bitte ich euch, die Hände wirklich locker zu lassen, entspannt. Die Handflächen zeigen zueinander, sodass sie sich fast berühren, ganz locker stehen, leicht gebeugt, wirklich bequem, entspannt. Auch die Handmuskulatur, alles locker lassen. Und jetzt langsam, bisschen so wie euer Gefühl sagt, auseinandergehen. Und wieder zusammen. Das können auch ganz kleine Bewegungen sein. Wirklich wichtig ist, dass alle Gelenke weitestgehend locker sind. Und dabei konzentriert ihr euch auf das Feld zwischen euren Händen. Beobachtet es oder die schon mal Erfahrungen damit gemacht haben, können ja auch damit arbeiten, können auch durchaus auch bewusster steuern und Spielereien machen. Ansonsten erstmal beobachten, gucken. Manche beschreiben es in Form von Wärme oder zwei sich abstoßende Magneten. Und je mehr sich aufbaut, desto mehr kann man natürlich auseinandergehen und auch wieder zusammen. Alle Gelenke locker, auch Schultern, Nacken. Okay, und wieder schließen. Okay, ihr könnt mir gern im Anschluss eure Erfahrungen beschreiben, wie sich das so für euch angefühlt hat. Übrigens 48 Teilnehmern, freue ich mich sehr. Lieben Gruß vermutlich an alle Ecken von Deutschland. Ist natürlich auch eine schöne Möglichkeit, da miteinander kommunizieren und arbeiten zu können, auch unter den gegebenen Umständen. Wir machen jetzt ein Qigong-Set, also ein Energiearbeitsset, was relativ einfach ist, wo man auch nicht so viel falsch machen kann.
was man für sich jederzeit nutzen kann, um sich selbst zu reinigen, um sich selbst zu stabilisieren, um sich zu entgiften, was ja auch ein brandheißes Thema ist, ne? Aber auch um dann mit auch gerade in diesen bewegten Zeiten noch zu erhalten. Wichtig ist wirklich, auch entspannt zu sein, sich nicht zu verkrampfen, auch nicht zu Sachen zu erzwingen, sondern sie kommen zu lassen. Es entwickelt sich, wenn man Vertrauen hat, wenn man Ruhe damit arbeitet. Gefühl braucht ein bisschen Zeit. Zu diesen Übungen sagt man in der Regel, dass man sie entweder 12-mal macht jeweils oder 24-mal oder 36-mal. Ich bin ja schon sehr, sehr oft in China gewesen und habe auch immer wieder sehr, sehr lange chinesische Meister regelmäßig da gehabt. Und ich weiß auch sehr viel um diese Mentalität und das sind Richtwerte. Das heißt, versteift euch nicht auf Zahlen, egal bei welchen Übungen ihr wo was lest, hört auf euer Gefühl. Wenn ihr euch zu sehr aufs Zählen konzentriert, dann könnt ihr diese Übung nicht richtig machen. Entweder konzentriert ihr auf eine Sache oder auf die andere Sache. Oder manchmal ist es auch so, dass ihr bei einer Übung das Gefühl habt, hey, die müsstet ihr jetzt ein bisschen länger machen. Dann macht sie länger, wenn euer Körper euch das sagt und sich für euch gut anfühlt. Ich werde euch jetzt durch diese Übung leiten, ein bisschen was dazu erzählen. Und im Anschluss werden wir diese Übung nochmal kurz wiederholen zur Erinnerung. Und ich würde mich freuen, wenn der ein oder andere da positiv langfristig profitieren könnte. Okay, leicht gebeugt stehen. Die Handflächen zeigen wieder zueinander. Hochkommen, einatmen. Einatmen, Atem halten. Ausatmen. Das Qi, die Energie zwischen den Händen, zum unteren Dantien, zum Feld unterhalb des Bauchnabels führen. Dann wieder hoch. Einatmen. Öffnen und halten. Schultern öffnen und ausatmen, verbrauchtes Qi loswerden. Hier bauen wir zunächst mal unsere Energie auf. Wir aktivieren unser Lungen-Qi. Einatmen. Halten, aus. Macht es in eurem eigenen Tempo. Manche machen es vielleicht langsamer, manche schneller. Ich mache diese Übung weiter und gebe euch dadurch einen Richtmaß. Tantchen sammeln, die im unteren Energiefeld. Und langsam wieder schließen. Selbstverständlich kann man diese Übung auch noch viel, viel länger machen. Wie gesagt, das soll jetzt ein kleiner Einführungsworkshop für euch sein. Der eine oder andere hat vielleicht nicht nur in der Lunge was gespürt, sondern auch zwischen den Händen, vielleicht auch in dieser Region. Hier haben wir einen sehr, sehr wichtigen Punkt, der auch wichtig ist für die Wiederbelebung. Den finden wir dann, wenn wir die Faust zusammenrollen, ganz fest zwischen Mittel- und Ringfinger, hier. Laogong heißt der, ist der wichtigste Energiepunkt in der Mitte der Handfläche. Der geht hier lang über den Perikardmeridian. Perikardmeridian ist der Meridian, der diesen Herzbeutel zum Herzbeutel führt, sozusagen. Also diese Gefäße, die das Herz umgeben und schützen.
Gehen wir weiter. Die nächste Übung ist sehr, sehr gut, um zu entgiften, aber auch Dreck und Probleme, angestaute Energien, angestaute Sachen loszuwerden. Okay? Okay. Die Handflächen zeigen nach außen. Und wir packen unser Gewicht jetzt jeweils dorthin, auf das Bein, wo wir ausatmen. Das heißt, wir bewegen uns auf eine Seite, atmen aus, senken leicht ab, lassen los, einatmen, dann wieder hochkommen, ausatmen auf der anderen Seite. Die Handflächen zeigen jeweils nach außen. Und dabei können wir das auch mit unserer Imagination unterstützen. Das heißt, wir können uns vorstellen, wie durch die nach außen geöffnete Hand die ganzen Spannungen, Krankheiten, alles, was uns belastet, der ganze Dreck in den Boden einsickert, ähnlich wie durch das Bein, wenn ich ausatme und mich entspanne. Beim Einatmen aktiviere ich meine Energie und beim Ausatmen lasse ich alles, was mich krank macht, den ganzen Dreck, alles los nach unten. Auch die Nieren sind dabei geöffnet, was sicherlich nicht eine unerhebliche Rolle spielt. Einatmen, ausatmen und sinken lassen. Nehmt euch eure Zeit. Wie gesagt, ihr könnt euch das auch selbst visualisieren, auch in Form von schwarzem, dreckigem Wasser vorstellen oder was auch immer, energetisch. Oder euch einfach nur erstmal auf das Ausatmen konzentrieren. Ausatmen beim Sinken und dort auf der Seite jeweils loslassen. Auch Wut kann man so erledigen. Dadurch geht auch der Gallenblasenmeridian lang. Druck ablassen. Okay. Bei der nächsten Übung sammle ich meine Energie ein, ich stärke den unteren Bereich, ich stärke die Verdauungsorgane, ich kümmere mich quasi darum. Okay. Das heißt hier einsammeln die Energie. Das heißt, ich kann mir vorstellen, wie ich hier wie über Wasser mit den Händen rüber gleite und will sozusagen die Energie zum Dantian, zum Feld unterhalb des Bauchnabels auch zuführe. Diese Rotation stimulieren übrigens auch die Nieren. Also gerade in der chinesischen inneren Kampfkunst, aber auch in der chinesischen Medizin sind Rotationen oft sehr, sehr gut für die Nieren. Die Hand gleitet über den Boden, als wenn wir was einsammeln, was gut ist. Und hier führen wir uns sozusagen zu. Wir stärken unsere Mitte damit.
Jetzt sammeln wir unser Qi, unsere Energie. Männer haben die linke Hand unten, Frauen die rechte Hand unten, Laugung auf Laugung. Oder zumindest Handfläche auf Handfläche unterhalb des Bauchnabels. Das mal ruhen lassen, versiegeln, ankommen. Und wenn ihr da seid, dann Rotation. Das heißt, im Zentrum rotieren. Heißt das Qi, um das untere Energiefeld bewegen. Damit diese Energie, die wir aufgenommen haben, unserem gesamten Körper zugutekommt. In die andere Richtung kreisen. Und ruhen lassen. Sammeln. Verschließen wieder. Auch das ist wichtig bei Energiearbeit, dass ich mich wieder auch versiegle, dass ich nicht mit einer löchrigen Aura durch die Gegend renne. Ich möchte, dass die Energie bei mir bleibt. Und ich gezielt an andere Menschen abgebe und nicht jeder hinnehmen kann. Sowas könnt ihr übrigens auch machen, wenn ihr das Gefühl habt, ihr seid nicht in eurer Mitte. Dass ihr euch immer wieder selbst sammelt, zur Not, wenn ihr keine Idee habt, einfach die Hände unterhalb des Bauchnabels packen. Das bewirkt auch schon oft sehr, sehr viel Gutes. Okay, ich zeige euch nochmal ganz kurz das Set zur Wiederholung. Also, bei der ersten Übung hochkommen, einatmen, ausatmen, runter. Okay, Lungen-Qi aktivieren, öffnen, runter. Okay, bei der zweiten Übung loslassen, entgiften, die Nieren auch reinigen, Druck, Stress, Ärger, ausatmen. Ich mache es jetzt im Schnelldurchlauf, ihr könnt es viel, viel länger machen, auch länger halten und loslassen. Die dritte Übung, einsammeln. Gute Energie einsammeln, unseren Körper zugute führen, unsere Mitte stärken. Okay, und im Anschluss ruhen und kreisen. Erst in die eine Richtung, dann in die andere Richtung. Das war jetzt ein kleiner Exkurs zum Thema Energiearbeit. Wenn ihr mehr darüber erfahren möchtet, wenn ihr mehr solche Sachen lernen möchtet, ich gebe auch sehr, sehr viele Online-Kurse, ebenso wie Live-Kurse. Das heißt, wenn ihr meinen Namen im Internet sucht, findet ihr mich reichlich auf diversen Webseiten. Ich bin auch unter @marc_hestl.de auf Instagram zu finden. Bei Facebook habe ich 2 Profile, einen Privataccount, den ich schon sehr, sehr lange habe. Der hat knapp 1300 Follower. Und einen geschäftlichen, der hat ein bisschen weniger. Ihr erreicht mich überall und ich könnte mich auch gerne kontaktieren. Ich würde mich freuen, wenn ich den einen oder anderen sehen würde wieder und euch natürlich auch weiterhin begleiten könnte auf eurem Weg. 46 Teilnehmer bis zum Schluss durchgehalten. Super. Ja, ich gucke mir mal die Chats an. Es liest sich doch gut. Sehr entspannt. Ah, das freut mich. Sehr schön. Super gern, super gern. Da ist noch so, so viel mehr. Da ist wirklich ganz viel, was ich euch wirklich weitergeben möchte. Das ist nur ein klitzekleiner Ausschnitt gewesen. Es gibt noch ganz viele wirklich gute Sachen und sehr viele Detailinformationen. Aber es war eine kleine Einführung. Wenn ich euch zu viel gebe, dann könnt ihr das nicht aufnehmen. Das heißt, ich habe einen Qigong-Kurs. Ich habe Tai Chi Chuan Kurse, innere Kampfkunst, Selbstverteidigung, diverse Sachen und gebe hoffentlich nach dem Lockdown auch endlich wieder nächste Seminare. Das heißt, kontaktiert mich, bleibt mit mir in Verbindung, im Gespräch. Ich gebe mir auch immer wieder Mühe, bei meinen Instagram- und Facebook-Postings auch inhaltlich Sachen beizutragen, die natürlich auch wertvolle Informationen geben. Ich freue mich selber über euer Feedback, ist sehr, sehr wichtig für mich, weil ich sehe euch jetzt ja nicht live, sonst interagiere ich immer sehr gerne mit Leuten, aber bei 48 Teilnehmern ist es einfach nicht möglich. Vielen Dank auch an die Expolingua, dass die es möglich gemacht hat. Ich fand, es war eine super Idee. Danke an Ekaterina, also toll gemacht.
Sehr schön. Gut. Ja, hat noch jemand eine abschließende Frage? Also vielleicht nicht alle 43 oder 41? Sehr gern. Okay. Eine Frage zu TCM und Ernährung. Okay, wenn ich sie kurz beantworten kann, dann gern. Ui, da gibt es ganz, ganz viele. Schreib mich am besten mal privat an und da kann ich dir das eine oder andere dann empfehlen. Nichtsdestotrotz lerne ich mehr von chinesischen Meistern als aus Büchern. Ich habe ganz viele Bücher und zum Teil widersprechen sich manche auch oder die Punkte sind unterschiedlich gezeichnet und dann zeige ich dem Meister, sage, hey, das ist doch aber hier so. Sagt er, ja, das ist nicht richtig, der Punkt ist falsch geschrieben. Und manchmal, aber in dem anderen Buch doch auch, weil ja, die schreiben alle voneinander ab. Was natürlich nicht stimmt, die einen schreiben so, die anderen so. Gibt mal ganz leichte Differenzen oft einfach. Obwohl es genormt ist, sind die Chinesen nicht so die Detailakrobaten wie wir eben. Also von daher. Aber schreibt mich gern persönlich an und da kann ich gucken, was ich tun kann hinsichtlich von Buchempfehlungen. Sehr gern. Okay.